Da streiten sich die Leute herum, oft um den Wert des Glücks. Der eine heißt den anderen dumm. Am Ende weiß keiner nix. Der eine heißt den anderen dumm. Am Ende weiß keiner nix. Da ist der allerärmste Mann, dem anderen viel zu reich. Das Schicksal setzt den Hobel an und hobelt alles gleich. Wer heutzutage an Möbel denkt, der denkt an riesige Kaufhäuser und an die Nationalfarben Schwedens, die IKEA-Häuser auf der ganzen Welt schmücken. Doch nur die wenigsten wissen, dass die Möbelindustrie, wie wir sie heute kennen, ihren Ursprung in Frommern hat. Einem Dorf, in welchem der Holzhobel eine ganz besondere Stellung einnimmt. Er ist Zeitzeuge der blühenden Möbelindustrie in Frommern, welche zuerst für ihre meisterhaft bemalten bunten Schränke bekannt war und sich dann zur Hochburg der deutschen Möbelindustrie entwickelte. Schränk und Schreiner ist ein Thema, das mich seit meiner Jugend beschäftigt. Deshalb gibt es einen Film und ein Buch über diese Schränke, die sich die Schreiner, die Dorfschreiner gemacht haben. In Frommern-Dürren gibt es eine Besonderheit. Wir hatten 20 Möbelfabriken, die industrielle Fertigung betrieben haben, also nach dieser bäuerlichen Zeit. Und nichts ist so beständig wie der Wandel. Und deshalb haben wir hier im Haus ein Museum und machen auch eine Dokumentation, um an diese Zeit zu erinnern, der industriellen Fertigung. Zwischen 1750 und 1850 waren die Möbel sehr bunt. Und dann kam eine Zeit, da hat man das Bunte satt. Und dann hat man nun Folgendes gemacht. Man hat unedles Holz, also Fichteholz, hat man hier genommen und hat es also nicht mehr mit bunter Farbe, sondern hat ein edles Holz vorgetäuscht. Hier eine Maserierung in Nussbaum. Und hier ist die Maserierung aus Möbel von der Firma Erhard. Auch wieder, das war sehr raffinierte Technik, einfach den edlen Furnier vorzutäuschen. Später kam dann die Zeit, wo es furniert wurde. Hier Rüsterfurnier und innen nochmal ganz von hier, also dünne Holzschicht aufgeleimt. Ja. Ich kann es am Beispiel nochmal zeigen. Hier ist ein Kirschbaum, Massivholzschrank, noch geschnitzt oben. Da sieht man auch innen, dass es massives Holz ist. Aber massives Holz ist teuer. Und deshalb hat dann der Furnier eine große Rolle gespielt. Hier eine Birke, Birkefurnier, wo man ganz innen haben wir anderes Holz genommen, andere Furnier genommen, es sind also praktisch solche Platten wie Spanplatten, aber nicht früher waren es Pressplatten und das hat man dann eben dünne Holzschicht aufgeleimt und hier war es das in Hochglanz auch noch einmal. Und ganz spannend ist das dann, haben wir sogar mit Wurzelholz genommen, das ist dann bei der Firma Martin Meyer an dieser schönen Anrichtung, auch an den Stühlen, da finden wir es dann in Wurzelholz, den Furnier. Also die Veredelung von unedlem Holz durch Farbe wurde dann abgelöst durch Furniertechniken. Also Holz wurde ganz dünn geschnitten, das ist ein Eichenfurnier. Und dann hat man dann auf Holzplatten oder auf Pressplatten aufgeleimt und dann Oberflächen behandelt. Und das war natürlich die große Zeit der Frommerner Möbler, das war ihre Technik. Alles begann mit Friedrich Erhard, dem damals 24-jährigen Schreinermeister, der später als Begründer der Frommerner Möbelindustrie galt, einem Industriezweig, der über 1000 Menschen ihre Existenzgrundlage geben sollte. 1889 kam mein Urgroßvater nach Frommern, um die alte Ölmühle in eine Möbelfabrik umzubauen. Er kam eigentlich nur der Wasserkraft wegen, der Eyach. Er hat die Ölmühle entsprechend nach seinen Zwecken umgebaut und so hat er sich eben in Frommern mit der Produktion von furnierten Bettstellen selbstständig gemacht und hat hier den Betrieb gegründet, der ja schlussendlich dann der Gründungsbetrieb von allen später folgenden Möbelfabriken war, wo doch in der Blütezeit bis zu 1200 Arbeitsplätzen dann entstanden sind. 1895 war dann der Einschnitt mit dem Hochwasser. Am 15. Juni war so viel Wasser in der Eyach, dass es das Wasserrad zerstört hat.
und alle Holzvorräte und Betriebsmittel, Hobelbänke, Maschinen weggeschwemmt hat. Dann kam der König von Württemberg, hat den Ort besucht. Es waren ja richtige Tragödien im Ort. Es sind Häuser weggeschwemmt, Menschen sind verstorben. Dann war mein Großvater zu dem Zeitpunkt noch nicht Bürger von Frommern, sondern immer noch von Ebingen und hat Nachteile befürchtet, dass er keine Unterstützung bekommt. Und dann hat er sich eben nochmal an den König von Württemberg gewandt und dann hat er eine Unterstützung bekommen, dass wieder der Betrieb zum Laufen kam. Im Grunde wurde dann kein Wasserrad mehr installiert, sondern ein Daimler-Motor, wobei schon vor der Frist, die eben zugesichert war, der Motor schon wieder zu klein war und dann wurde eine Dampfmaschine angeschafft, weil das Unternehmen schon wieder so expandiert hat, dass eben dieser Motorantrieb schon zu klein war. Ja, nach der Hochwasserkatastrophe, als die überstanden war, hat das Unternehmen sich sehr gut entwickelt. Insbesondere dank auch den Exportaktivitäten meines Urgroßvaters. Also wir haben damals nach Baden in die Schweiz und ins Rheinland geliefert. Nach heutigem Verständnis ist das ein Tagesausflug. Das war damals schon eine kleine Weltreise. In der Blütezeit haben wir eine Exportquote gehabt, die über 50% war und die uns natürlich Wohlstand beschert hat, weil im Exportmarkt die Preise besser waren wie im Inland. So, dann kam der Erste Weltkrieg. Da musste mein Großvater und sein Bruder, der Onkel Friedrich Wilhelm, in den Krieg. Und bedauerlicherweise ist mein Onkel, der Onkel Friedrich Wilhelm, in Abremont bei Verdun verwundet worden und ist anschließend im Lazarett in Nürnberg verstorben. Und nach seinem Tod ist dann mein Großvater August in die Nachfolge gekommen. Am 18. Geburtstag von meinem Großvater ist mein Urgroßvater und mein Großvater zusammen nach Stuttgart zur Führerscheinprüfung. Da gab es nachher in Frommern und Balingen keine Fahrschule. Da mussten wir zum Technischen Überwachungsverein, zum TÜV nach Stuttgart. Da haben sie die Prüfung abgelegt und als die zwei Herren die Prüfung bestanden hatten, haben sie ein Auto gekauft. Und jetzt waren sie der Meinung, ab jetzt können sie Auto fahren und der Verkäufer hat sie dann darauf hingewiesen, dass das so nicht funktionieren wird. Sie brauchen noch einen Chauffeur, weil damals die Technik noch nicht so beherrschbar war wie heute. Und da haben sie einen Herrn Oschwald aus Stuttgart, der dann als Fahrer für uns dann tätig war, gleich mit dem Auto aus Stuttgart engagiert und praktisch das Auto mitgebracht. Und das war das erste Auto in Frommern. Zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg hat mein Großvater ein neues Auto gekauft, das war ein Horch V8. Das Auto wurde dann im Übrigen im Zweiten Weltkrieg von der Wehrmacht konfisziert. Und am Ende des Zweiten Weltkriegs hat der Generalsfahrer, der das Auto in Russland hatte, aus Dankbarkeit wieder zurückgebracht, weil ihm mehrfach das Auto das Leben gerettet hat. Und just als das Auto wieder dann zurück war, hat mein Großvater entschieden, dass wir wieder zur Möbelmesse nach Köln gehen wollen. Und dann hat er entschlossen, dass man an diesem Horch die Karosse abbaut und einen Pritschenboden montiert. Und auf dem Pritschenboden wurde dann ein Holzgaser installiert, weil man auch keinen Treibstoff hatte. Und dann hat man die Schlafzimmer aufgeladen und 5 Sack Holz. Das war dann der Treibstoff. Mit dem Holz hat man den Holzvergaser angetrieben. Und als unser Fahrer dann in Neuss war, war die 5 Sack Holz verbraucht. Da gingen wir in den Wald, hat Holz gesammelt, bis wir dann zur Möbelmesse nach Köln genügend Holz hatte, dass sie da weiterfahren konnten nach Köln. Nach dem Zweiten Weltkrieg war dann das Problem, dass viele unserer Mitarbeiter leider im Krieg verstorben sind, gefallen sind und wir kaum Fachkräfte mehr hatten. So hat sich mein Großvater entschlossen, eine Lehrlingswerkstatt zu etablieren und wir hatten pro Jahrgang um die 30 Lehrlinge, um wieder neue Fachkräfte zu rekrutieren. Also der Fachkräftemangel, den wir heute kennen, ist nichts Neues, das hat es schon immer gegeben. Und der Herausforderung musste man sich eben stellen, dass man wieder qualifizierte Fachkräfte hatte, um nach dem Zweiten Weltkrieg den Bedarf, der ja geboomt ist, zu decken. In den Jahren 1910 bis 1912 folgte eine erste Gründungswelle.
In dieser entstanden drei neue Möbelfabriken, namentlich Jakob Münze, Gottlieb Münze sowie Meyer und Schwegler. Letzteres war eine Gründung der drei Brüder Adam, Johannes und Martin Meyer zusammen mit ihrem Schwager August Schwegler. Nach einem Einschnitt durch den Ersten Weltkrieg kam es zu einer weiteren Gründungswelle von 1924 bis 1938. Während dieser Zeit wuchs Frommern rapide auf 1263 Einwohner an. Zu diesem Zeitpunkt gab es bereits 12 Möbelfabriken mit über 550 Mitarbeitern. Bis zum Zweiten Weltkrieg würde diese Zahl auf etwa 850 Arbeiter und Mitarbeiterinnen steigen, darunter eine Vielzahl an Saisonarbeitern und Logierherren. Zurückgehend um 1928, 29, 30, da war der Aufschwung in Frommern für die Möbelindustrie und wir haben hier zu wenig Leute gehabt. Viele sind von Weilstätten hergekommen, aus dem Umkreis Balingen, aber das hat sich rumgesprochen. Die Zeit der Arbeitslosigkeit damals noch, wo es dann in Frommern aufwärts gegangen ist, da sind also viele Schreiner hierher gekommen und sind auch ortsansässig geworden. Die haben dann, das sind junge Leute gewesen, dann, die haben Schwung reingebracht. In 1930 hat man den Sportverein gegründet und den Musikfreien auf Drängen von diesen Schreinern. Im Stolz, dass es aufwärts gegangen ist, haben sie sich irgendwann genannt Weltstadt der Möbelindustrie. Also in weitem Umkreis, so Massierung von Möbelindustrie, wie es eben in Frommern war dabei. Das war dann schon ein gewisser Stolz der Fabrikanten auch unter der Einwohnerschaft und so drumherum. Über 100 Leute haben da geschafft damals. Keine automatische Fertigung, alles Handarbeit und drumherum und so. Das war also schon interessant, da ist schon etwas gelaufen. Und abends oder frühmorgens, abends war es interessant, am Gleis, am Bahnhof, das Gelände zum Einsteigen in den Zug, ist der ganze Bahnsteig, die 150 Meter, in zwei, drei Reihen voll gewesen. Die Arbeiter, die sind am Bahnhof, der da drüben ist, ausgestiegen und dann, um runterzulaufen in die Firma Leupold und Co. über die Wiesen, da haben die einen eigenen Trampelpfad sozusagen gehabt, durch die Wiesen durch, sind die in die verschiedenen Fabriken gelaufen, die da und dort und hier gewesen sind. Also da war schon etwas los. Und am Abend natürlich auch wieder zurück auf den Bahnhof. Da war schon ein Betrieb, das war also schon ganz gewaltig für die damalige Zeit. So. Im Jahr 1928 teilte sich die Firma Meyer und Schwegler in die beiden Betriebe Adam Meyer und Martin Meyer auf und beide begannen mit jeweils 50 Mitarbeitern die Möbelproduktion von neuem. Durch den Konkurs der Firma Gottlieb Münze standen Fabrikgebäude zum Verkauf und die Brüder ergriffen diese Chance. In den nächsten Jahren verkauft die Firma Adam Meyer ausschließlich in Süddeutschland, die Firma Martin Meyer nur in Norddeutschland, bevor die Verkaufsgebiete 1931 wieder zusammengelegt werden. Die Möbelindustrie hat Frommern sehr stark verändert. Das war eigentlich die Industrie in Frommern. Da war vorher nichts weiter. Ja gut, ich kenne die Firma Adam Meyer aus eigener Anschauung. Ich war 30,5 Jahre dort beschäftigt, habe in den letzten Jahren war ich technischer Leiter und war auch Prokurist. Ich bin 1953 dazugekommen. Ich kam aus einer völlig anderen Welt. Ich kam aus Mecklenburg, kam aus der Landwirtschaft und habe hier dann erst Schreiner gelernt. Habe dann die Meisterprüfung gemacht, war auf der Technikerschule in Stuttgart. Und das war eine Zeit, wo auch die Möbelindustrie sehr starke Umbrüche hatte. Vor allen Dingen in der Oberflächengestaltung und das habe ich zum Glück in der Zeit ganz frisch im Technikum gelernt und das war ein großer Vorteil für mich und auch für die Firma, weil ich dieses Wissen eben als, kann man sagen, als einziger mitgebracht habe. Das war eine völlig andere Welt. Die Firma Adam Meyer hat bis zu 230 Leute beschäftigt. Es war eine sehr gute Betriebsgemeinschaft. Die Leute waren alles langjährige Mitarbeiter.
die geblieben sind. Damals war es noch so, dass die Beschäftigungslage insgesamt noch nicht so toll war. Die Inhaber waren sehr sozial eingestellt. Es hat jedes Jahr eine tolle Weihnachtsfeier gegeben mit den Partnern immer und jeder hat ein Geschenk bekommen und die Leute wurden zu ihrem Geburtstag besucht von den Inhabern und die Rentner sowieso und die Kriegerwitwen, wo die Männer vorher auch in der Firma gearbeitet haben. Es beginnt an sich mit meiner Großmutter, ja. Und hat an sich kirchliche Hintergründe, primär. Ja. Meine Großmutter war zum Dienen, hat man damals gesagt, in der Schweiz. Ja. In der Landeskirche gab es in der Zeit keine Kinderarbeit. Aber die gab es an sich in der evangelischen Gemeinschaft. Dann hat sie eben Pastoren hergeholt nach Frommern und so ist hier dann die evangelische Gemeinschaft entstanden. Und dann war es eine Stubenversammlung zunächst in ihrem Haus und das hat man dann erweitert in den großen Saal, den du auch kennst, wo die Sonntagsschule dann stattgefunden hat. Eine sehr große Sonntagsschule, ja, die bis zu 100 Kinder. Dann eben in der Zeit, wo du dabei warst, da hat man dann, oder nach dem Krieg eben, so Freizeiten gemacht am Bodensee. Ja. Zunächst in Unterhuldingen, Zeltlager, und später hat mein Großvater oder meine Familie hat dann ein Haus gebaut in Hagenau, da hat man dann die Freizeiten gemacht. Ja, genau. Ja. Und an sich war das natürlich ein großer Anziehungspunkt, diese Freizeiten, ja, weil damals hat man sonst wenig Möglichkeiten gehabt, jetzt wegzukommen aus Frommern und Urlaub zu machen, und das war natürlich eine große Attraktion. Ja. Und da war dann die Tante Maria, meine Patentante, hauptsächlich beteiligt. Und mit dem sozialen Engagement an sich aus dieser christlichen Haltung heraus haben sie sich auch nach dem Krieg irgendwie verpflichtet gefühlt, sich um Kriegerwitwen und deren Familien zu kümmern. Das ist ein Schlafzimmer der Firma Fötsch. Die Firma Fötsch hat etwa 30 Mitarbeiter. Besonders aufwendig waren diese Formung herzustellen und durchaus ein sehr wichtiger Hersteller von Möbeln. Möbelfabriken aufgewachsen. Ganz in meiner Nachbarschaft war die Firma Sessler. Sie war eine bedeutende Firma, hatte oft 30 Mitarbeiter und produzierte Schlafzimmer. Hat bis ins Jahr 2001 noch Möbel hergestellt. Also wir in der Schule sind während am Krieg. Das letzte Schuljahr war Rüstungsbetrieb. Da haben wir keine Schule mehr gemacht. Sondern in einem ganzen Betrieb hat man nur Rüstung gemacht, auch keine Möbel. Wir haben Gasmaske, Kiste gemacht, Munitionskiste gemacht. Alles, was man braucht während dem Krieg. Pumperkiste. Da habe ich beim Sessler da auch noch geschafft. Die hat dann Adam Meier selber mal geschafft. Im Auftrag. Und 1945 bin ich da in die Lehre gegangen. Also im Februar noch. Und 1948 habe ich ausgelernt als Schreiner. Und dann war ja der Umsturz 1945. Da waren die Franzosen gekommen. Und die Franzose hat ja die Montage gemacht. Dann hat sie ja die guten Maschinen, hat sie alle vorgenommen. Und not, also das war nichts war, hat sie stand gelassen. Dann haben wir ja auf dem Markt die neueste Maschine gehabt, was die anderen ja ich gehabt haben, die Franzosen und die Engländer. Und dann haben wir natürlich mit der neuesten Maschine, die sie auf dem Markt gegeben hat, haben wir ja geschafft nachher. Und das war auch ein Wunder. Und dann hat man in ihrer Zeit, also von 45 ungefähr bis 48, Verwehrung entlang, hat man nur für Franzosen Zimmer gemacht.
Man hat kleine Wohnzimmer gemacht und Schlafzimmer. Dann ist ja so langsam, hat man ja für die Deutschen noch Schlafzimmer, für den deutschen Markt, für den Wiederaufbau. Gleich nach dem Krieg noch, haben wir von der Pumperkiste das auch nie einmal gemacht. Am Samstag, da hat man ja der Betrieb normal nicht gearbeitet. Hat man die Pumperkiste, die sind ungefähr so, oder der Breite gesehen, so, haben wir zwei Tiere noch gemacht. Und dann sind Schuhkästchen gesehen. Und die haben ich so verkauft noch. Weil die waren da mit dem Schuppen, wo Manfred rausgekriegt, wo er seine Pferde hat. Das hat da dazu, da war das drin. Und an der 41 ist das Geschäft abbrennt. 46 ungefähr haben wir den ersten massiven Bau dann angestellt wieder, der erste. Und da hüber auf der Ziegelei, das hat ja der Arne Meier auch mal gekauft, da waren auch aus den Ukrainer. Zu denen bin ich nicht gekommen, die haben gut Deutsch sprechen können. Und dann hat es bei uns auch noch während dem Krieg, da bei Mademeyer und bei Mattenmeier, da halt auch Belgier, Holländer, Franzosen, die man da geschafft hat. Ja, wie gesagt, und nachher noch, das Möbel wieder richtig angelaufen ist, wo man die Städte ja aufgebaut hat, haben wir ja einmal bis zu 320 Stunden im Monat geschafft. Bei unserem Geschäft bin ich der Erste, der einmal auch gut geschafft hat. Ich habe nicht einmal ausgelernt. Wir haben von morgen um 7 bis abends um 7. Normal. Aber ich habe noch, mein Schiffvater hat noch gewohnt. Wir haben selber immer einmal Festverbraten erlaubt, weil wir bis abends um 10 Uhr geschafft haben. Und dann war das nicht alles. Dann hat man daheim noch Landwirtschaft gehabt. Und ich das habe mitleben können. In jedem Haus hat man ein Schwein aufgezogen oder eine Ziege gehabt. Und die anderen haben zwei Kilo oder drei gehabt. Ja, wenn man so zurückdenkt, sind gute Zeiten gewesen, schöne Zeiten gewesen. Das ist ein Schlafzimmer der Firma Münze. Die Firma Münze wurde 1911 gegründet und hatte über 100 Mitarbeiter, hatte hochglanzpolierte Schlafzimmer. Das ist das Schlafzimmer der Familie Kopp. Da war Prokurist in der Firma. Eine wichtige und große Firma war die Firma Witzemann und Stengel, die auch sehr viel ins Ausland geliefert hat. Und das sind also ein Zimmer aus ihrer Produktion. Auch wenn heute viele dieser Spuren verwischt sind, so wird in Frommern dieses wichtige Stück Geschichte beim Schwäbischen Albverein in Form eines Möbelmuseums bewahrt. Auch die Sammlung dieser Möbel steht im ständigen Wandel und neue Möbelstücke werden hinzugefügt, darunter Möbel aus der Stauffenberger Schlossanlage. Ja, die Stauffenberg-Möbel. Es gibt viele noch ältere Verwandte bei uns, die zwischen 80 und 90 Jahre alt sind. Wir haben uns zusammengeschlossen und besprochen und konnten Folgendes in Erfahrung bringen. Der sogenannte Urwanger gastierte hier oft in den Gasthäusern Löwen und in Zillhausen in der Sonne. Und irgendwann konnten wir in Erfahrung bringen über seine Frau, die als Putzfrau im Schloss Stauffenberg arbeitete, dass dort ein Schlosszimmer ausgeräumt wird. Und unser Onkel Rudolf hat es durch seine besondere Art, die er schon immer gehabt hat, letztendlich durchgesetzt und hat diese Möbel käuflich erworben. Daraufhin hat er hier in Streichen in der Zillhauser Landstraße 25 ein sehr schönes Schlosszimmer hergerichtet. Und in diesem Schlosszimmer hat er auch die Stauffenberg-Möbel dann untergebracht. Wir, die Erbegemeinschaft Dittra, freut uns eigentlich ganz, ganz arg drüber, dass nach über 45 Jahren diese schönen Schlossmöbel einen wunderbaren Platz bekommen. Und das ganz Besondere, was uns noch mehr freut oder auch freut, ist, dass der Zugang für die Öffentlichkeit zur Besichtigung dieser Möbel auch besteht. Während der Dreharbeiten zu diesem Film kam es zu einer Auseinandersetzung über die tatsächliche Herkunft der Möbel. Um Klarheit zu schaffen, besuchten wir Alfred Hasses. Ich habe in Balingen-Streicher gelernt beim Rudolf Dittra, mechanische Werkstätte. Als die Sache wohl ins Rollen kam mit dem Lautlinger Schloss und mit den Möbeln im Gasthaus zum Löwen, das war der Freitagabendstammtisch, da saßen dann die alten Honorationen von Streichen beisammen. Unter anderem war da auch noch einer dabei, ein Herr, der damals im Lautlinger Schloss gewohnt hat, wohl in einem Gesindehaus dort. Und irgendwie kam das Gespräch dann auf antike Möbel
Und mein damaliger Lehrherr, der Rudolf Dittra, hat da etwas gespannt und war auch für solche Sachen aufgeschlossen. Dann hat dieser Herr aus Laulingen, den man Uhrenwanger genannt hat damals, der Uhrenwanger, der hat mit Uhren gehandelt, der hat in einem Gebäude vom Schloss, also nicht im Schloss direkt. Ja. Und er hat gesagt, da ist etwas droben auf der Bühne, das ist uralt und verstaubt. Und dann ist mein Lehrherr wohl dorthin gefahren, hat sich die Sache angeschaut und hat auch Gefallen daran gefunden. Und dann haben wir die irgendwie mal nach Streichen transportiert, hat die Sachen einem alten Sattlermeister hier, dem Gottlieb Schatz, übergeben. Und der hat diese Sache nach alter Handwerkskunst und Können repariert, wieder aufgearbeitet. Mit viel Liebe. Und seine Tochter hat dann den Schrank, der dabei war, den hat seine Tochter in wahrscheinlich bald in jahrelanger Arbeit behandelt und wieder aufpoliert, bis er in dem jetzigen Zustand ist. Der Möbelzeichner all dieser Zeichnungen, der hier tätig war in Frommern in der Möbelindustrie, war Möbelzeichner Hans Leimenstuhl, der aus Esslingen gekommen ist, musste dort mehr oder weniger aus gesundheitlichen Gründen gehen, weil da Neckar ist, viel Nebel, und das hat ihn, ist einfach krank geworden. So ist er nach Frommern in die Möbelindustrie gekommen, hat sie hier niedergelassen, ist bei den verschiedenen Firmen, hat sich vorgestellt und hat von da die Aufträge bekommen, der Gestalt, dass die Vorschläge gemacht hat, irgendwie so, oder machen mal ein paar Skizzen. Und dann sind diese Schlafzimmer nach diesen Mustern, sind die in die Produktion gegangen. Und so hat er diese, bei diesen an die 10, 15 Möbelfabriken hier, das war sein Arbeitsfeld. Alles Handarbeit, mit allem, kein Computer natürlich, all diese Modelle, die hier sind, und dann eben die Idee, die zu haben, die Maserungen und all das so, das war seine Aufgabe, die er so gemacht hat. Jeder Fabrikant wollte natürlich sein eigenes Zimmer haben, das musste anders sein. Aber Konkurrenzkampf war da. Meistenteils in Frommern war Schlafzimmerproduktion. Wahrscheinlich sind sie davon ausgegangen, beim Schlafzimmer braucht man die Schlafstelle, den Kasten und den Spiegelschrank. Das sind also immerhin drei Möbelstücke. Und die kleineren, die haben wir eben dann Wohnzimmer gemacht. Also das ist meine Familie, und zwar hier ist mein Großvater Konrad Zimmermann, meine Großmutter, dann die drei Söhne, die sie hatten, und die zwei Töchter. Der mittlere ist mein Vater Gustav Zimmermann, das ist mein Onkel Max und das ist mein Onkel Ernst. Mein Großvater ist 1880 geboren, hat 1913 hier in Dürrwangen ein landwirtschaftliches Anwesen gekauft. 1914 dann die Möbelwerkstätte Konrad Zimmermann gegründet, wobei bereits größere Möbelfabriken bestanden, unter anderem die Möbelfabrik Maute, und dann in der Heinzengasse in Dürrwangen die Möbelwerkstatt Hess. 1914, wie gesagt, kam mein Großvater in den Krieg. Nachdem er dann zurückkam, hatte er begonnen mit einfachen Dingen, die vor Ort gefragt waren. Unter anderem hatte er auch die Särge für die Verstorbenen gemacht. Und es war seinerseits so, dass er auch den Sarg liefern musste und den Leichnam dann in den Sarg legen musste. Er war ein bisschen sehr eigentümlich, mein Großvater. Er hat grundsätzlich Zigarre dabei geraucht, um den Geruch, der eventuell durch die Verwesung schon entstanden ist, zu vermeiden. Alle drei Söhne kamen dann 1914, wurden sie eingezogen. Der Sohn Ernst ist 1942 verstorben oder gefallen. Der Onkel Max ist 1945 auf dem Heimtransport verstorben und wurde bald dann verscharrt. Mein Vater kam 1948 krank zurück, hatte 1949 dann die Meisterprüfung gemacht und zwei, drei Jahre später dann den elterlichen Betrieb übernommen. Er ist allerdings dann
1962 im Alter von 54 Jahren verstorben. Und wir, oder ich und meine Schwester, haben dann praktisch den Betrieb aufgelöst. Das Problem war seinerseits schon die riesige Konkurrenz. Und zwar kennt man ja die Dinge von IKEA. Und seinerseits gab es die Firma Quelle in Paderborn, die bereits diese Möbel in Kartons geliefert hat. Die Schränke und alles in Kartons. Und das war also zu ganz anderen Preisen. Weil das, was mein Vater gemacht hat, war eine qualitative Schreinarbeit. In so einen Schrank kann man heute noch auf- und abschlagen. Nach 10 Mal oder 20 Mal funktioniert das immer noch. Es war dann auch die Rückwände und so weiter, waren noch gestemmte Rückwände. Heute ist das ja nur noch Pappe, gepresste Pappe. Die Werkstatt als solche, das Gebäude war noch da. Der glückliche Umstand war, dass die Stadt Balingen entsprechenden Platz gesucht hat für einen Dorfplatz. Und wir haben dann im Oktober 1985 das Gebäude verkauft. Es wurde dann anschließend abgerissen und 1986 wurde der Dorfplatz angelegt, der heutige Dorfplatz, auf dem dann die Volkstanzgruppe die Maifeste am 1. Mai macht. Die Möbelfabrik Mode war hier vor Ort der größte Betrieb. In der Blütezeit beschäftigte er sicher ca. 200 Personen. Er hatte sich spezialisiert auf hochglanzpolierte Schlafzimmermöbel und ist inzwischen auch nicht mehr vor Ort. Die Firma oder die Möbelwerkstätte Hess ist, soviel ich weiß, abgebrannt und wurde nicht mehr aufgebaut. Thank you.